Hallo und herzlich willkommen zum Race Preview, das IndyCar XPEL 3750, dem Rennen auf dem Texas Motor Speedway, dem ja, diesjährigen einzigen Rennen auf dem Texas Motor Speedway der IndyCar Series. Und ich muss gleich vorneweg sagen, ich bin nicht der allergrößte IndyCar-Experte, aber ja, so ein bisschen was weiß ich doch. Ich habe mich dazu auch noch ein bisschen eingelesen und will euch hier trotzdem ein bisschen vermitteln, warum gerade dieses IndyCar-Rennen eigentlich ganz spannend ist und man das auch gerne als europäischer Motorsportfan vielleicht mal gucken sollte, weil wir hier schon was relativ Besonderes haben. Also die IndyCar Series, wisst ihr, fährt auch auf sehr verschiedenen Strecken, so ein bisschen wie die Nesca auch, auf natürlich vielen Roadcourses, Formel 1 ähnliche Strecken, aber eben auch ein paar Mal im Jahr auf Ovalen, vor allem auch kleineren Ovalen. Aber dann auch ganz selten mal auf solchen großen Highspeed-Ovalen wie eben den Texas Motor Speedway, was halt ja fast komplett Vollgas geht. Und natürlich dem größten Rennen, dem Indy 500. Aber ja, dazu wird es wahrscheinlich dann auch nochmal ein Video geben, wenn euch das soweit gefällt. Kommen wir mal so ein bisschen dazu, was an diesem Oval denn so besonders ist. Also wir haben hier einen Oval, was wirklich extreme Kurvengeschwindigkeit mit zum IndyCar mit sich bringt. Ihr seht es ja auch, auf dem Tacho stehen hier ganz, ganz häufig über 350 km/h. Gut, jetzt hier, wenn die KI ein bisschen Two-Wide-Racing macht, hier muss man vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse gehen sogar. Aber ich glaube, das wird im echten Rennen eher weniger der Fall sein. Ansonsten haben wir in den ersten beiden Kurven, in die wir gleich kommen, ein Banking, also eine Kurvenüberhöhung von 20 Grad, was schon relativ hoch ist. Und in Turn 3 und 4, also den letzten beiden Kurven, tatsächlich sogar einen Banking von 24 Grad. Also mit dem hohen Downforce, was ein IndyCar damit bringt, geht da schon ordentlich was nach vorne. Ist natürlich auch nicht so ganz ungefährlich. Also das muss man auch sagen, wenn es hier einen Unfall gibt auf den Ovalen, ist es echt nicht lustig mit so einem IndyCar. Also dagegen ist halt ein Nesca-Unfall nochmal viel humaner, aber ich muss auch immer sagen, ich finde diese IndyCar-Rennen ein bisschen umstritten, so rein persönlich, weil es halt schon irgendwie, es ist schon irre, wenn man es so sieht. Aber das macht irgendwo auch die Nervenkitzel natürlich aus, weil jedes Überholmanöver wirklich, ja, komplett on the edge ist. Wenn es irgendwo einen kleinen Wackler gibt oder so, dann gibt es halt einen Unfall und das will man hier auf alle Fälle vermeiden. Also, wo man vielleicht auf den Roadcourses noch reinhält, muss man hier wirklich dann schon das Selbstvertrauen haben und ist halt wirklich nicht so ganz ohne. Deswegen jedes Überholmanöver ist sehr, sehr spektakulär, was wir dann sehen werden. Man muss auch dazu sagen, dass es vielleicht auch die Schwäche von der Strecke, dass es bisher eigentlich immer nur eine Lane gab, also ein Weg, der hier funktioniert, meistens hier nämlich ganz unten am Apron lang in der weißen Linie. Weiter oben wurde in den letzten Jahren versucht, mit dem PJ1, also dem Kunstharz, also diesem Trackbite auch genannt, da ein bisschen mehr Grip zu machen. Das hat man sich beim Nesca abgeschaut. Allerdings hat das bei IndyCar wohl nie so wirklich funktioniert und hat eher dazu gerutscht, dass die äußere Linie noch unbrauchbar geworden ist, weil die Autos da angefangen haben zu rutschen, weil das irgendwie nicht mit den Reifen so gut hingehauen hat. Allerdings könnte das dieses Jahr sich so ein bisschen ändern, weil tatsächlich Dallara, der Hersteller der IndyCar-Basis, da ein bisschen nachgebessert hat und hat ein optionales Bartsport rausgebracht, was die Teams benutzen dürfen. Sie müssen es allerdings nicht. Und diese Bartsport-Sektion kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen, wie man das in der Formel 1 gewohnt ist, soll eben dafür sorgen, dass die IndyCars noch mehr Downforce haben und damit soll es wohl dann möglich sein, laut Simulation, auch die Outside Lane zu benutzen. Also könnten wir hier tatsächlich ein historisches Rennen sehen, wenn das funktioniert. Und ja, mal schauen, wie viele Teams das wirklich anwenden. Man darf es wohl im Quali und im Rennen benutzen, nach freiem Belieben. Was ich jedenfalls gelesen habe. Das hört sich sehr interessant an und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das funktioniert, weil ein IndyCar-Rennen auf so einem großen Oval mit Two-Wide-Racing wäre schon ganz cool. Da bin ich wie gesagt mal sehr gespannt drauf. Ansonsten natürlich der Man to Watch ist Scott Dixon, der dieses Rennen in den letzten Jahren eigentlich dominiert hat. Hat sehr, sehr häufig gewonnen.
Das ist dann auch immer so ein Phänomen, dass man da halt Fahrer hat, die einfach auf bestimmten Ovalkursen unfassbar gut sind. Wenn wir hier fast einen kleinen Dreher produzieren, boah. Es ist schon relativ schwer, hier die Kontrolle zu behalten. Wahrscheinlich braucht man hier wirklich auch ein richtig gutes Setup. Aber wir auch sagen lassen, dass in R-Faktor 2 die Ovale nicht ganz so toll funktionieren. Aber es macht schon Spaß. Also der Nervenkitzel, den merkt man selbst hier im Spiel. Das ist halt schon ganz cool ist. Man kann hier natürlich noch ein bisschen mehr pushen und hier ein bisschen nach vorne kommen, aber mit der KI ist das Ganze schon teilweise ein bisschen sketchy und wie gesagt hier, ja, so richtig gut funktioniert hier auch nur die eine Linie unten. Will ich jetzt für das Video auch gar nicht so unbedingt übertreiben. Aber könnt ihr gerne mal selber ausprobieren und mir dann mal eure Erfahrungsberichte sagen, ob ihr hier vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommen seid. Ja, ansonsten ist ganz interessant, das Rennen fängt um 18.45 Uhr an. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch auf Sky Formel 1 gezeigt wird, weil ja kurz davor das Formel 1 Bahrain-Rennen dann natürlich ist. Deswegen mal schauen, ansonsten wird wahrscheinlich Sky das auf irgendeinen anderen Sportsender verlegen. Aber ansonsten gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es wie gewohnt auf Sky F1 läuft. Ja, davor gibt es natürlich dann auch schon die Tage jetzt, was Qualifying und Training, falls ihr da mal reinschauen wollt. Und ja, es ist halt so das einzige Rennen, was in Richtung des Indy 500s geht. Ohne das jetzt natürlich zu sein. Ich meine, das Indy 500 ist ja, also Indianapolis eigentlich eine Strecke, die halt wirklich vier Turns hat, also vier echte Turns hat und auch nochmal ein bisschen schneller ist. Wird beim IndyCar ja sogar als Super Speedway so gesehen. Ja, bin ich der Meinung, dass Texas dann doch nochmal schon irgendwie in eine andere Kategorie fällt. Aber ist, denke ich mal, nicht weniger nervenaufreibend. Und wie gesagt, wir haben dieses Jahr auch nur dieses eine Texas-Rennen. Das heißt, ja, weniger große Ovale, umso mehr sehenswert ist das Rennen am Wochenende. Obwohl man natürlich sagen muss, dass gerade an dem Wochenende IndyCar da schon große Konkurrenz hat mit dem Auftakt der Formel 1. Dem Super Sebring-Wochenende, zu dem ihr ja auch ein Video auf dem Kanal finden werdet. Nesca natürlich sowieso. Also, das ist schon ganz spannend. Vor allem Nesca auch auf dem neuen Atlanta Speedway. Ja, Super Speedway dann. Video folgt dazu natürlich auch. Ja, also schon recht interessant, was uns da am Wochenende geboten wird. Und auch noch eine ganz interessante Sache. Der Fahrer, dessen Auto wir hier gerade fahren, auch wenn ihr davon natürlich jetzt nicht so wirklich viel seht. Romain Grosjean fährt sein erstes, ja, Ovalrennen auf einem großen Oval. Er ist ja schon mal letzte Saison spontan auf dem Worldwide Technology Raceway gefahren, dem relativ kurzen kleinen Oval, wo er sich echt gut angestellt hat. Also da hat er alle überrascht, wenn wir hier leider so ein bisschen den Draft verloren haben, aber macht nichts. Ja, mal schauen. Wie er sich hier anstellt, auf seinem Kanal, YouTube-Kanal, findet ihr ja schon einen Track-Guide, übrigens, falls ihr da mal reinschauen möchtet, kann ich euch nur empfehlen, das ist eigentlich, ja, ganz cool, was er da so an IndyCar-Content auch macht, und er scheint sich ja echt wohl zu fühlen in der Serie. Auch Jimmy Johnson, der siebenmalige NASCAR-Champion, fährt ja in diesem Jahr wohl die IndyCar-Oval-Rennen mit, auch das dürfte relativ interessant werden, wie er sich als, ja, Oval-Spezialist in einer anderen Serie in so einem IndyCar im Oval schlägt. Schauen wir mal. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass das auch schon sehr verschiedene Welten sind. Also das eine hat mit dem anderen nicht allzu viel zu tun, weil allein wenn man mal auf die Kurvengeschwindigkeiten guckt von so einem IndyCar in so einem Oval, es ist schon irre. Also muss man wirklich sagen. Ja. Da kann man wirklich nur hoffen, dass keiner hier irgendwie im Zaun landet, weil da gab es in der Vergangenheit ja auch leider wirklich immer wieder sehr schwere Unfälle, wenn man da zum Beispiel an Robert Wickens denkt. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu IndyCar auf den gerade großen Ovalen in die Kommentare. Mögt ihr den Nervenkitzel oder so, seht ihr es auch hier und da vielleicht mit einem kritischen Auge. Also ich habe da tatsächlich sehr gespaltene Meinung, aber nichtsdestotrotz, solange nichts passiert, ist es schon sehr... sehr, sehr cool. Ansonsten, ja, natürlich, ja, die Firestone-Einheitsreifen, die hier dann auch Benutzung finden werden. Und ja, mal schauen,
wie das PJ1 bzw. die Bartsport, die dann neu sind, funktionieren werden, falls die ein Team benutzt. Ich meine, vielleicht freuen sich die Teams auch davor. Ja, dürfte auf jeden Fall alles sehr interessant werden. Und ja, jetzt wo natürlich IndyCar auch auf in der größeren Plattform mit Sky läuft, also nichts gegen Motorvision und Sport 1 Plus, aber ich denke mal, Sky ist da schon nochmal deutlich größer und erreicht wahrscheinlich mehr Leute, vor allem mit dem Formel 1 Sender, auf der IndyCar dann der ausgestrahlt ist. Wird schon interessant sein, dass vielleicht der ein oder andere IndyCar-Neuling sich da auch mal ranwagt. Ansonsten, ja, IndyCar ist auch nicht eine Serie, wo ich immer früher alle Rennen von gesehen habe, sondern auch nur ausgewählte, wie zum Beispiel Indy 500. Aber in der Saison werde ich wahrscheinlich viele sehen, zumindest von den Zeiten her. Wenn wir jetzt hier über die Ziellinie gehen, mal ein bisschen ruhigeres Rennen, mal bisschen mehr gequatscht, ansonsten muss man sich hier schon sehr, sehr doll konzentrieren, weil, wie gesagt, ein kleiner Fehler, vor allem auch wenn die Reifen sich hier langsam abnutzen, wie man zum Ende immer weiter gesehen hat, das ist dann schon nicht so ganz so einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo für den Kanal da und ja, dann schaut doch mal ins Rennen rein, wenn euch das Video gefallen hat, und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.